In Brandes wurde gebankt, gehofft. Das 900-jährige Jubiläum feiert die Stadt in diesem Jahr. Das Festwochenende Ende Juni stand bis wenige Tage zuvor, pandemiebedingt jedoch auf der Kippe. Umso freudiger und losgelöster war die Stimmung, ob von den Organisatoren oder den zahlreichen Besuchern, die dann doch ein Festwochenende mit einem vielfältigen Programm im Stadtpark miterleben konnten. Trotz regnerischer Begrüßung ließen sich die Brandeser nicht von ihrer Feststimmung abhalten. Jetzt erst recht. Mit diesen Worten eröffneten Schüler des Gymnasium Brandes das Wochenende. Ein Frage-Antwort-Spiel mit dem Bürgermeister folgte. Wenn er ein Getränk wäre, wäre es definitiv ein bunter Cocktail. Bei den vielen Herausforderungen, die auch hier im Vorfeld gelöst werden mussten, und der Kreativität der vielen Brandeser, die hier zusammenwirkten. Das musikalische Wochenende eröffnete die Band Jante. Indie-Folk auf Deutsch. Bei den Besuchern kam es gut an. Zum späteren Abend sorgte Night Fever für Partystimmung, sogar so sehr, dass es sie selbst nicht mehr auf der Bühne gehalten hat. Die Freude aller Besucher war groß. Endlich konnte wieder gefeiert werden. Auch Landrat Henrik Reichen freute sich, hier in Brandes die Feststimmung miterleben zu können. Es ist ganz toll, vor allem wenn man in die Gesichter der Menschen schaut, die losgelöst, ganz befreit hier sind, ob das die Kinder auf dem Rummel sind, ob das die Erwachsenen sind, die sich hier finden. Es ist eine große, gelöste Stimmung und das alles trotz eines gut funktionierenden Hygienekonzepts. Maximal 1000 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände waren zugelassen, eine Kontaktnachverfolgung wurde sichergestellt. Die Stadt investierte noch einmal in ein gut abgestimmtes Sicherheits- und Hygienekonzept, um dieses Fest dem Brandeson möglich machen zu können. Die Stadt hat sich gewagt, was auch vom Landrat geschätzt wird und die Rolle von Brandes im Landkreis stärkt. Vielen Dingen eine Vorreiterrolle. Er hat eine sehr moderne Verwaltung, probiert auch vieles aus, ist innovativ unterwegs mit Beteiligungsformaten, auch im digitalen Leben mit der 115, im Übrigen die einzige Kommune im Landkreis Leipzig, die Behördenrufnummer. Und da ist er schon beispielgebend für viele andere auch. Und für das Pardeland ist es so ein Stück weit, glaube ich, auch der Motor gewesen. Zumindest ein Aktivposten bei den Kommunen im Pardeland. Aktiv ging es auch auf dem Festgelände zu. Ob Autoscooter, Karussell, Losbuden, Dosen werfen. Es gab einige Attraktionen, an denen man sich austoben, abschalten und ein wenig die Sorgen und Nöte der vergangenen Zeit vergessen konnte. Die Freude der Besucher war so groß, dass dieses besondere Erlebnis festgehalten werden musste. Viele Vereine aus Brandes und Umgebung wirkten mit und prägten das Festwochenende. Auch Hubschrauberflüge waren möglich. Ein großer Teil des Festprogramms wurde durch das Projekt Klangfarben gestaltet. Darbietungen verschiedener Amateurorchester begleiteten die Besucher genreübergreifend, einzigartig und bunt durch den Tag. Ob Jugendblasorchester Bautzen oder der Musikverein Lichtenstein am Samstag. Auch die Musik- und Kunsthochschule aus dem Landkreis Leipzig begeisterte von der Bühne aus die Zuschauer. Für nahezu alle war es der erste Auftritt nach langer Zeit. Umso losgelöster die Stimmung auch hier. Gegen Abend heizte die Band Gypsy mit Rock'n'Roll und altbekannten Klassikern auf dem Festgelände ein. Die Zuschauer machten mit. Musik, die Hände, come on! Die Stimmung konstant auf hohem Niveau. Bürgermeister Arno Jesse merkte man an, wie viel Druck nach den vagen Planungen und letztendlich dem Schritt der Durchführung des Festes abfällt. Ich bin aufgeregt und erleichtert zugleich. Ich habe so viel positive Rückmeldung jetzt bekommen. Bin einmal ganz ruhig, wie damals Franz Beckenbauer bei der Fußballweltmeisterschaft durchs Feld hier gegangen, wurde sehr oft angesprochen und eine Dame sagte mir, es ist wie ein neues Erwachen und das ist gerade so das Empfinden der Menschen hier. Bin enorm froh, dass wir das riskiert haben zu organisieren, dass wir es durchbekommen haben. Es stand kurz vor Schluss noch fast auf der Kippe, aber es hat sich gelohnt. So sieht es auch der Bürgermeister und so sehen es auch die Besucher. Ich denke, wir haben ein Parkfest, was unglaublich gut ankommt mit den Rummeln und den Bands. Aber es geht ja nicht um ein Parkfest allein. Wir haben 900 Jahre Brandes und ich glaube, das feierliche Finale gleich mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester, mit Händels Feuerwerkmusik und dem Feuerwehr, das ist, glaube ich, noch ein angemessenes
wirklich eine angemessene Antwort auf 900 Jahre Brandes. Wir haben so viel nicht machen können, waren ja sehr viele Bürger engagiert. Das ist nun mal so. Ich hoffe, dass wir Dinge trotzdem irgendwann mal aufleben lassen können an die Ideen, die geboren worden sind. Aber das ist nun mal der Höhepunkt heute und der kommt gleich, so denke ich. Und das ist ein toller Abschluss des heutigen Tages. Gemeinsam mit Moderator André Hart und Landrat Henrik Reichen moderierte er eben dieses Highlight an. Die Zuschauerreihen waren voll. Denn nicht nur das Mitteldeutsche Kammerorchester gab seine Kunst zum Besten, auch der Jubiläumsfilm zum Festjahr über die Geschichte der Stadt Brandes wurde präsentiert. Der krönende Abschluss? Händels Feuerwerkmusik. Passend dazu wurden die musikalischen Klänge durch ein nicht enden wollendes Feuerwerk verziert. Ebenso nicht enden wollend, der Applaus. Auch am Sonntag blieben die Zuschauerreihen voll. Ein Gottesdienst widmete sich der Geschichte der Stadt. In die Vergangenheit wurde geschaut, aber der Blick auch in Richtung Zukunft gerichtet. Zeitgeschichte wurde in einer Kapsel dokumentiert, die den Weg in die Turmspitze des Ratskellers finden wird, der aktuell saniert wird. Gesegnet ging es dann weiter durch den Tag. Der Brandeser Musikverein bot ein Ständchen zum Geburtstag der Stadt. Das Brandeser Bläserquintett bot Klassik über Chanson bis Polka. Kurz darauf waren sie im Schlosspark zu finden. Denn auch dieser öffnete an dem Wochenende seine Türen und ließ die Besucher bei Kaffee und Kuchen in längst vergangene Zeiten eintauchen. Währenddessen versteigerten die Brandeser Gymnasiasten Fahrräder. Ganze 695 Euro kamen für die Abiballkasse zusammen. Die losgelöste Stimmung wurde auch zum Sonntagnachmittag noch aufrechterhalten. Den musikalischen Abschluss bot mit viel Witz und Charme das Grimmer Jugendblasorchester. Aus der Fragerunde zu Beginn des Festwochenendes wünsche sich der Bürgermeister für die nächsten Jahre für Brandes ein weiterhin tolles Umfeld, alles hier zu haben, was wichtig ist, ob Natur oder Schule, Lebensfreude bewahren. Es wird so viel Neues kommen, was wir noch gar nicht erahnen können, dem solle man aufgeschlossen gegenüberstehen, immer Wege suchen, um mit den neuen Herausforderungen umzugehen. So, wie es auch jetzt in Brandes läuft, das mit dem Festwochenende ein Highlight im 900. Jahr gesetzt hat. We'll be right back.